Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen bei Jens Outside Cooking. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Grillvideo möchte ich euch gerne zeigen, wie man ein leckeres und einfaches weihnachtliches Zwiebelfleisch im Dutch Oven zubereitet. Und wie man so ein Zwiebelfleisch zubereitet, das zeige ich euch gleich in dem folgenden Grillvideo. Zwiebelfleisch ist ein sehr tolles und einfaches und leckeres Essen. Die Zubereitung ist total easy. Und ja gut, viele kennen es wahrscheinlich auch so von den Jahrmärkten her, Weihnachtsmärkten her oder auch aus Imbissbuden. Allerdings, ich habe es bis jetzt hier bei uns noch nicht so entdeckt. Und deswegen dachte ich mir, Mensch, warum nicht jetzt einfach mal eine schöne Variante herstellen. Gerade jetzt so passend zur Weihnachtszeit oder vor Weihnachtszeit passt das mit dir sehr gut alles zusammen, die einzelnen Zutaten, die ich übrigens gleich euch nochmal vorstellen werde. Und ja, damit wir dieses Zwiebelfleisch auch zubereiten können, benötigen wir folgende Zutaten. Wir benötigen 1,5 Kilo Schweinenacken, den habe ich schon in dünne Scheiben aufgeschnitten. Dann benötigen wir 3 Kilo Zwiebeln, das sind Gemüsezwiebeln. Die Zwiebeln, die brauchen wir. Erstmal geben die Zwiebeln ordentlich schönen Geschmack ab und vernünftig Saft ab. Und den Saft benötigen wir zum Ende, damit unser Fleisch nicht trocken läuft. Dann benötigen wir den Saft von einer Orange, ein Messer, etwas Lebkuchengewürz. In dem Lebkuchengewürz ist schon Zimt enthalten und Kardamom. Dann benötigen wir ein Magic Dust Gewürz oder nehmt einfach das Gewürz eurer Wahl, was ihr ganz gerne dafür verwenden möchtet. Bei mir ist in diesem Fall jetzt das Gewürz von Klaus Grill, die ist auch schon Zimt enthalten, hier ist Zucker mit enthalten. Klaus ist übrigens ein sehr leckeres Gewürz, schöne Grüße erstmal an der Stelle. Dann benötigen wir noch 100 ml Gemüsefond, 300 ml Kirschsaft. Den Kirschsaft, den habe ich einmal ganz kurz in den Topf gekippt, Seitenbrenner angemacht, etwas Glühweingewürz, in einen Teebeutel füllen, den Teebeutel einmal zumachen, mit dem Windfang am besten zubinden, damit die Gewürze dann nicht rausfallen. Dann gebt da den Beutel einfach in den Topf mit rein, den Kirschsaft einmal ganz kurz aufkochen lassen, abschalten den Topf oder vielmehr den Seitenbrenner abschalten und dann lasst ihr die Gewürze einfach so eine halbe Stunde mal richtig schön einwirken. Etwas länger kann da absolut nicht schaden, also bringt auch immer richtig gut Geschmack dran und ich habe mir auch gleich einen Liter davon gemacht und der Liter, der ist jetzt schon nicht allzu alt geworden, also es ist jetzt schon der Rest, der Silber ist, weil es eben einfach richtig lecker war. Und dann benötigen wir noch 4 Esslöffel Tomatenmark und eine, ja, wie heißt sie jetzt? Presse, Zitronenpresse, glaube ich, oder so. Schreibt einfach mal in die Kommentare rein, wenn ihr es wisst. Dann benötigen wir noch einen GN-Behälter, den Deckelheber für den Dutch Oven, einen Dutch Oven, ein paar Holzwolleanzünder und ein paar Grillis. Die Grillis hat mir die Firma Profagus vor einigen Wochen mal zur Verfügung gestellt. Die waren, glaube ich, in dem 125-Jahre-Paket enthalten. Vielen Dank nochmal an euch für die Grillis. Und dann kommen wir jetzt mal zur Zubereitung. Als erstes schneide ich jetzt erstmal die Zwiebel in der Mitte durch und die schneiden wir ohne groß Hokuspokus so ein paar schöne Halbringe runter. Ich persönlich finde Halbringe immer am schönsten. Und jetzt als erstes geben wir jetzt erstmal 2 Esslöffel, schön 2 gehäufte Esslöffel von dem Magic Dust oben drüber. Dann das Lebkuchengewürz drüber verteilen. Und jetzt werden die Zwiebeln erstmal richtig schön ordentlich durchgeknetet, damit die Zwiebeln schön ordentlich Saft abgeben und schön mürbe werden. Wie man schon so schön sehen kann, sind die Zwiebeln jetzt ordentlich durchmassiert, sind schön weich geworden. Ich muss sagen, der Duft ist absolut Hammer. Also mag man am liebsten gleich einen direkten Körper in der Schale machen. Im nächsten Schritt gebe ich jetzt das Tomatenmark hinzu. Dann werden die Zwiebeln mit dem Tomatenmark nochmal ordentlich schön verknetet. Den Schweinenacken habe ich in Scheiben aufgeschnitten, ich sage mal so die Stärke, Zentimeter bis maximal 1,5, mehr brauchen wir nicht, das reicht uns vollkommen aus. Und hier schneiden wir einmal die Scheiben in die Mitte durch, hier einmal runter, naja, kommen hier noch einmal, mit so ein bisschen, kleiner sind, so ist das total vollkommen okay. Die Orange braucht auch einfach nur halbieren, jetzt hier mit der Zitruspresse einmal so ein bisschen ausdrehen, damit der Saft vernünftig ordentlich rausgeht. Das Fleisch ist jetzt schon schön klein geschnitten, ich muss sagen, sieht alles schon sehr hübsch aus. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, jetzt wird das Fleisch ein bisschen gewürzt. Jetzt nehmen wir ein bisschen Magic Dust und streuen ein bisschen Gewürz hier oben drüber. Jetzt ist das Fleisch von der einen Seite fertig gewürzt, jetzt wird das Fleisch nochmal einmal gewendet, damit die andere Seite auch ein bisschen was abbekommt. Ja, wie gesagt, in diesem Moment viel hilft viel und da dieses Gewürz doch recht lecker ist, muss ich sagen, kann da ruhig ein bisschen was dran, hat eben auch eine schöne Süße. Und zum Ende werden wir dann ein richtig leckeres Essen bekommen. Jetzt wird diese Seite nochmal ein bisschen mit Gewürz bestreut. Ja, das sollte so reichen. Das Fleisch ist jetzt schon fertig gewürzt. Und jetzt werden wir nochmal alles gemeinsam schön miteinander ein bisschen vermengen mit dem Zwiebeln. Dass wir da eine schöne Masse bekommen. Und genau so kommt die Masse gleich in den Dutch Oven. Freunde, das duftet hier schon richtig hammergut.
Ich muss sagen, das wird ein richtig leckeres Essen. Wie man schon so unschwer erkennen kann, ist das Fleisch schon schön mit den Zwiebeln vermengt. Und jetzt habe ich mich heute mal für den FC12 Dutch Ofen entschieden. Und ich nehme einfach nur das Fleisch mit den Zwiebeln hier in den Dutch Ofen rein. Dabei braucht ihr eigentlich nichts dabei zu beachten. Der Dutch Ofen ist jetzt mit den Zwiebeln und dem Fleisch befüllt. Das ist nur noch ein bisschen gerade gemacht. So, reicht das schon vollkommen aus. Und jetzt geben wir den Kirschsaft mit den Glühweingewürz hinzu. Boah, Hammer. Der Duft, der ist jetzt schon grandios. Jetzt kommt noch der Gemüsefond hinzu. Und der Saft von der Orange. Der FT12 Dutch Ofen wird heute ganz klassisch mit Grillis befeuert. Und wie man schon da vorne sehen kann, sind die Grillis schon gut am Glühen. Also geht es jetzt rein an den Topf und wenn den Topf mal erstmal ordentlich einheizen. Da es draußen schon schön kalt geworden ist und ich glaube, im Zwiebelfleisch geht es gerade mal gar nicht mal viel anders. Deswegen habe ich jetzt den Dutch Ofen immer mit ein paar Kohlen eingeheizt. Und zwar habe ich jetzt unten drunter 13 Kohlen liegen. Auf dem Deckel sind es 3, 4, 5, 17, 18, 19. Ja, gut, können auch 20 sein, also halb so wild, passt schon. Sag mal, wir haben circa ungefähr eine Temperatur von 180 Grad in den Dutch Ofen. Das ist total okay. Und bei dem kalten Wetter könnt ihr gerne eine Kohle mehr drauf packen. Also ist einmal eigentlich halb so wild. Ja, und wenn ihr die genaue Auflistung dazu eben sucht zu den Dutch Ofen, guckt einfach in das Beipackheft einmal rein. Dort habt ihr immer eine Auflistung vom FT3 zum Beispiel bis zum FT12 Dutch Ofen. Heute haben wir jetzt hier den FT12 Dutch Ofen und dafür würden jetzt sagen wir, eine, bei der Temperatur von 170 Grad 12 unter dem Dutch Ofen und 17 am Deckel ausreichen. Und jetzt gehen wir ein Zwiebelfleisch mal so, ich würde mal sagen so 2 Stunden, dann gucken wir mal einmal gemeinsam rein. 2,5 Stunden Kochzeit sind jetzt rum, dann schauen wir mal rein in den Topf des Glücks. Boah, Hammer, hier kommt ein Duft entgegen. Grandios. Das Fleisch ist zart wie Butter. Dann geht es los ans Anrichten. Freunde, der Duft von diesem Essen ist absolut sensationell. Die Grillecke, die duftet hier, das ist der absolute Wahnsinn. Währenddessen das weihnachtliche Zwiebelfleisch jetzt 2,5 Stunden vor sich hin am Köcheln war, lief mir schon halt das Kinnwasser runter. Da zog ein Duft durch die Nase durch. Hätte man am liebsten gleich direkt einen Körper in den Pott da reinmachen können und drauf losfuttern können. Und jetzt gucken wir mal, wie das Zwiebelfleisch schmeckt. Wir hatten so viel schon mal vorab. Das Zwiebelfleisch ist auf einmal ganz kurz vorm Zerfall. Also ist es richtig schön zart geworden. Alter Schwede, also ich kann nur eins sagen, das ist wirklich eine richtig geile weihnachtliche Nummer. Man kann schön diese Süße von dem Magic Dust Gewürz kommt gut drüber, das Lebkuchengewürz mit diesem Zimt drin und so weiter und auch das Glühweingewürz dabei kommt extrem gut. Den Kirschsaft kann ich jetzt nicht so zwischen raus schmecken. Auf jeden Fall ist das ein Essen, welches ich jetzt schon mal absolut zum Nachmachen empfehle. Wer auf solche Dutch-Nummern steht, der probiert es einfach gerne mal aus. Schreibt unten in die Kommentare rein, ob es euch geschmeckt hat. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Dann lasst ein freundliches Kommentar. Vergesst um die Glocke nicht zu aktivieren, damit ihr beim nächsten Mal nichts mehr verpasst. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Achso, und beim nächsten Mal einschalten bitte nicht vergessen. Macht's gut, Freunde, bis dann. Ciao, euer Jens. Ich muss immer probieren. Das war, Knaller. Oh. Alter Lachs.